Herr Sen, Sie sind da in der Laborbar ja quasi auf heimischem Terrain als Kulturredaktor und Moderator vom Fernsehen und Radio. Haben Sie sonst noch irgendeine Verbindung zu diesem Ort? Nein, das ist das erste Mal, dass ich an diesem Ort bin. Ich kenne das sonst auch nur aus dem Fernsehen, muss ich sagen. Also ich kenne natürlich den Kurt Eschbacher und ich weiß, was er für spannende Sachen macht. Ich habe gewusst, dass er den Ort hier unterhält. Aber ich finde den Ort hier wunderbar, vor allem wenn man mal da ist. Und das Interessante ist, dass man plötzlich merkt, dass der Ort am Fernsehen ganz anders wirkt, als wenn man dann wirklich hier vor Ort ist. Er ist nämlich hier vor Ort noch mal viel, viel intimer, als wenn man am Fernsehen überkommt. Es ist ja ein bisschen speziell, dass der Krimi-Preis, der von Wipkingen verleiht wird, für die städtische Krimi hier in der Laborbar verleiht worden ist heute zum ersten Mal. Haben Sie eine Verbindung zu Wipkingen? Darf ich das so fragen? Ich persönlich habe eine Verbindung zu Wipkingen. Ich habe nämlich 6 Jahre in Wipkingen gewohnt. Ich habe in der Rütschistrasse gewohnt, als ich aus der Großstadt Berlin in die Schweiz zurückgekommen bin. Und mir hat Wipkingen als Quartier wahnsinnig gut gefallen. Ich bin wirklich immer sehr gerne da gewesen. Und wir sind dann eigentlich nur nach Basel zurückgezogen, weil wir Kinder bekommen haben und ich dann auch die Pendlerei nicht mehr auf mich nehmen wollte. Aber Wipkingen ist eigentlich auch jetzt ein Ort, wo ich immer wieder gerne zurückkomme. Ich habe noch Freunde hier im Quartier. Und von dem her hat es mir nur folgerichtig erschienen, dass ich dann so einen Krimi-Preis auch entsprechend moderiere. Obwohl ich als Basel in Zürich natürlich eher ein bisschen, vielleicht kann man sagen, ja, auf zweifelhaften Boden stand. Sie sind auf jeden Fall herzlich willkommen gewesen heute. Sie haben in diesem Fall eine Verbindung, eine Herzverbindung zu Wipkingen. Haben Sie dann auch eine zu Krimis? Ich habe eine zu Krimis, nicht ganz so intensiv, dass ich jetzt dauernd will Krimis lesen, aber ich habe sehr früh schon in meiner Jugend viele amerikanische Krimis gelesen, also Raymond Chandler zum Beispiel, der grosse Klassiker. Da habe ich also alle verschlungen. Danach hat es einmal eine Reihe gegeben von schwedischen Krimis, lang bevor die schwedischen Krimis im Fernsehen so modern geworden sind. Und die habe ich auch alle verschlungen. Und da merke ich eigentlich jedes Mal, doch, wenn es mich dann reinnimmt, dann bin ich also mit Hut und Haar dabei. Insofern muss ich sagen, doch, ich habe ein Herz für Krimis, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt tatsächlich jedes Jahr 5 bis 10 Krimis lesen. Sie würden also nicht in der Jury sein, aber Sie haben ja jetzt die 3 Nominierten alle gelesen, habe ich den Eindruck gehabt. Hat Ihr Favorit gewonnen oder hätten Sie jemand anderem den Vorzug gegeben? Ich kann es doch gerade aussagen, mein Favorit hat gewonnen. Wobei, es ist für mich also recht knapp gewesen, weil ich habe auch gefunden, die Geschichte, die im Aargau zum Teil spielt und zum Teil in Zürich, also die Geschichte mit der Schweinerei, vom Raphael Zehnder, die hat mir auch sehr gut gefallen. Die hat mir vor allem sprachlich sehr gut gefallen. Aber ein Siegerbuch, das überzeugt mich oder hat mich eigentlich völlig überzeugt durch die Psychologie, die dahinter steckt und durch eine ungeheure Spannung, die der, doch muss ich sagen, eigentlich noch junge Mann, der Severin Schwendener, hat können hervorbringen, indem man dieser Geschichte so viele Twists und Turns gegeben hat, dass man wirklich bis zum Schluss atemlos dabei war. Und dazu kommt noch, dass einem der Ermittler, der Thomas Hilfert, sehr, sehr ans Herz gewachsen ist, in all seinen Zweifeln und in all seinen Mühen. Wenn Sie jetzt einen Krimi könnten wünschen, wo das nächste Jahr den Preis gewinnen, wenn der in Wipkingen spielen würde, wo müsste er spielen? Wo müsste er spielen? Das ist eine gute Frage. Also eigentlich so ein bisschen in Anlehnung jetzt an den Siegerbeitrag von Severin Schwendener, wo ich sogar sage, hier in Wipkingen hat es so viele unterirdische Gänge und solche Sachen noch, die unentdeckt sind. Ich glaube, dort müsste es auch wieder angesiedelt sein, zum einen. Man könnte sich auch vorstellen, dass etwas passieren würde oder ein gewisser Standort wäre in dem Tunnel zwischen Wipkingen und Oerlikon. Das ist auch eine unheimliche Geschichte. In deren Überbauung. Ich habe in Wipkingen gewohnt, wo die Überbauung dort noch nicht war, wo der Tunnel noch nicht so lang war, wo sie noch Schof geweidet haben. Also ich könnte mir das vorstellen. Oder ansonsten halt tatsächlich unten ein Lettenbad. Wäre ein wunderbarer Ort für einen Mord. Danke vielmals.